Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3. Und wir sind wieder hier mit unserer Happy Family. Why? Ich nehme 3 Sekunden auf. Warum? Wir sind zurück. Eigentlich wollte ich sagen, dass Adrian heute zum Kleinkind wird. Deswegen kaufe ich jetzt einen wundervollen Kuchen. So, aber Adrian schläft noch. Deswegen lassen wir ihn erstmal ausschlafen. In ein Luxuskomplex ziehen. Nee, danke. Wir leben hier schon ganz gut. Vor allem theoretisch gesehen hätten wir hier auch noch genug Platz zum Anzubauen. Also, ich mache mir hier keine Gedanken. Adrian ist wach. Deswegen let's fetz. Jetzt ist sie in Schlafkleidung. Naja, Dinge passieren. Sie tröten schon wie verrückt, aber... Ja, das ist ein ganz tolles Bild. Einfach nur super. Kann nicht mehr. Das Spiel macht mich immer fertig. Sie so, ich gucke jetzt erstmal aus dem Fenster. So. Yay! Er ist auch blond. Auch er kriegt natürlich ein kleines, aber feines Umstyling. Dafür speichere ich aber. Zudem werde ich aber auch noch mal kurz bei Sophia reinschalten. Dadurch, dass sie zur Erwachsenen wurde, wurden, glaube ich, ein paar Outfits geändert. Und ich gebe ihr, glaube ich, ein anderes Alltagsoutfit, was ein bisschen passender zu ihrem Alter ist. Ja, ansonsten habe ich nichts vor, glaube ich. Am besten speichere ich direkt nochmal. Aber ich finde, Adrian ist so ein cutie patootie. Ja, er spielt direkt mit den Püppchen. I love it. Wieso steigt er durch sein Sozialbedürfnis, Bro? Die Puppen reden mit ihm oder was? Da kann der Kuchen auch in den Kühlschrank. So, und sie muss ja nochmal trainieren gehen. Oh nein, sie muss heute wieder arbeiten. Ja, dann kann sie nicht trainieren gehen. Aber sie kann ihr Buch weiterschreiben. Ihm geht es ja gerade ganz gut, also... No problemo. Und du kannst mal deine Hausaufgaben machen, bevor wir es vergessen. Aber sag mal, was ist das denn für ein Outfit? Sie ist doch in der Musikkarriere. Warum sieht sie aus wie eine Handwerkerin? Ich habe das Gefühl, sie ist irgendwie richtig schnell. But I'm proud of you, girl. Okay, er hat langsam Hunger. Deswegen werden wir erstmal ihm beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Geben wir ihm ein Fläschli. Ah, hier kann man auch die Beziehung verbessern. Das finde ich sehr gut. Weil das braucht sie ja, um befördert zu werden. Clarissa Springs hat geheiratet. Und sie sind ausgezogen. Sie so, ich game jetzt. Und sie braucht mal einen Nap. Sie ist richtig done mit ihrem Leben. Er ist schon echt cute. Love it. Und ich fände es cool, wenn die beiden eine gute Beziehung haben. Und wenn die beiden Kuckuck spielen, kriegen die eine richtig krasse Beziehung zueinander. So, ihr zwei süßen Kuckuck. Noelle hat eine neue Frise bekommen. Ach Mann. Auf jeden Fall steigt deren Freundschaft so richtig schnell. And I love it. Guck, jetzt sind die schon Freunde geworden. Love it. Beste Freunde sogar. Schaut, wie schnell das geht, Alter. Es ist so crazy. Ja, reicht dann auch, ne? Also, ihr habt jetzt schon eine mega gute Beziehung. Dann legen wir Adrian schon ins Kinderbett und schlafen selber. Sophia kommt auch gleich nach Hause. Sie ist ein bisschen done. Wow. Gute Freundin. Freundin. Also sieht doch schon ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, jetzt ist sie hier auch happy. Nice! Braucht ein bisschen Spaß in den Backen. Paparazzi! I hate it. Das Waschbecken ist Schrott. We love it. Toll, mit vollgekackter Windel ist er jetzt eingeschlafen. Da hat jemand Hunger. Aber es schneit. Es ist Winter. Ich habe den Winter nur 7 Tage eingestellt. Alle anderen ja 14 Tage. Deswegen machen wir direkt eine Festtagsbeleuchtung hier hin.
In Rot. Sieht ein bisschen creepy aus. Vielleicht machen wir da eine andere Farbe. Wer ist mit Weiß? Ja, das ist ein bisschen schöner. Guten Morgen, Sophia. So, Waschbecken funktioniert wieder. Vielleicht machen wir heute ja mal einen Ausflug zum Winterfest. Wow, Level 4 Charisma-Fähigkeit. Guten Morgen, Sonnenschein. Mit der Sisi-Frisur sieht das Blond sehr viel dunkler aus. Hä, er hat doch gerade eine Flasche bekommen. Warum heult er jetzt schon wieder? Wir können ja Leni diesmal auch mitnehmen. Ava fühlt sich krank, aber ist mir egal. Wir gehen los. Ein Regenbogen! Let's fetz. Ja, meinetwegen geht ihr mit dem Taxi. Ich meine, wir haben zwar ein eigenes Auto, aber kein Problem. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass der Hund da hinten sitzt. Wie süß! Und das hier ist ein bisschen illegal, dass sie ihn auf dem Schoß hat. Wir wollen natürlich wieder ein Foto machen, das ist voll wichtig. Sweet, wie die Leute hier einen Schneemann bauen. Wahr, ich mache mir Sorgen. Yeah, Tantiemen! Okay, die beiden sind jetzt anscheinend nicht dabei. Schade. Okay, Girl. Wie wär's, wenn sie ein bisschen für Trinkgeld spielt? Kitiguru ist gerade so ein bisschen traurig. Oh, heute ist sogar Vollmond. Warum ist immer Vollmond, wenn wir unterwegs sind irgendwie? Creep, creep. So, Schneeballschlacht mit Ava. Und er chillt hier. Was hat er denn dabei? Ein Hasi. Ihr Süßen. Oder macht noch jemand mit? Geil. Oh, hier steht sogar ein Igloo. Ich find's fies, dass sie allein ist. Ach, jetzt kommt noch jemand. Wenigstens. Das ist sonst echt fies. Und er chillt hier im Schnee. Ich lieb's so. Die Babys würden halt quasi unter dem Schnee liegen. Also gut, dass er kein Baby mehr ist, hä? Irgendeine Fähigkeit bekommen die hier auch. Also am meisten Sinn macht ja Athletik, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Oder es ist so eine extra Fähigkeit. Ah, sieht ganz aus, als hätte der Wurfarm von Riley an Kraft gewonnen. Sie kann nun bei Schneeball- und Wasserbombenschlachten besser ausweichen und gezielter werfen. Okay, das ist so eine geheime Fähigkeit. Love it! Sie möchte eine Grippespritze kriegen. Ich meine, wenn sie das unbedingt möchte. 200 kostet die. Schlittschuhlaufen kann man hier leider nicht. Nur auf einem Teich theoretisch. Aber kommen wir auf einen Teich. Also, hier ist kein Teich. Und das Ding ist, sind die jetzt schon gefroren? Wo haben wir denn den Teich? Hier! Hier sind auch 30 Pferde. Riley hat gewonnen. Hier hingehen mit Adrian, Leni und Riley. Spezi möchte rauskommen, aber das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen schwierig. So, nachdem sie ihre Impfung bekommen hat, geht sie aber auch nach Hause. Dieses Jahr kann sie fiese Keime meiden. Na, nicht nach Hause gehen. Adrian hier absetzen und dann kannst du Schlittschuh laufen. Ja, Leni kann eigentlich nach Hause gehen. Die Pferde hassen sich, super. So, sie wünscht sich noch einen Schneeengel zu machen. Darf sie auf jeden Fall tun. Sweet! Drehen mit Sophia, weil das ist richtig cute. Und sie möchte das Theater besuchen. Und sich aufwärmen. Ich glaube, das klappt nicht. Vielleicht ist es besser, nach Hause zu gehen. Sie macht einfach das Bett. Wie süß ist sie? Und wir sollen Spezi platzieren. Yay! Hallo! Wir können über Schnee reden. Boah, ich traue meinen Augen nicht. Süß! Ja, vielleicht solltet ihr Adrian mitnehmen. Ja, die Erwachsenen sehen halt den imaginären Freund nicht. Ich finde das immer ein bisschen süß. Und sie wünscht sich Level 8 der Gitarrenfähigkeit. Ey, warum geht das weg? Sie möchte Stofftier kaufen, wie süß. So langsam gehen dann alle schlafen. Ich glaube, das ist dieser Alien. Ich glaube, der lebt nicht mehr lange. But I don't care. Diesmal sind gar keine Zombies bei uns. We love it. Ich denke, dass Sophia befördert werden könnte heute, weil das sieht sehr, sehr gut aus. Wegen der schweren Schneefälle am Morgen wurde der heutige Tag zu einem Schneetag erklärt. Deswegen findet heute keine Schule statt. Yay! Ich möchte mich auf jeden Fall mit ihm hier anfreunden. Wäre cool, wenn es klappt, dass wir ihn später zum Leben erwecken. Oh, die haben jetzt anscheinend doch Probleme hier. So, er lernt jetzt laufen. Sie hat einen klassischen Schneemann gebaut. Süß! Yay, Adrian hat das Laufen gelernt. Sie spricht die ganze Zeit mit ihrem Bestie hier. Freunde dich mit Hugo Johnson Flynn an, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen und deine Jobleistung zu verbessern. Ja, letzi fetzi. Jetzt machen die eine Kissenschlacht. Ich find's süß. Jedes möchte telefonieren. Bester Freund. Cute. Haben wir vielleicht genug Platz für ein Igloo? Ich fänd's ziemlich cool. Oh mein Gott, sie wäre fast befördert worden. Eine Einladung. Um 18.23 Uhr. Okay, ich hoffe, ich denke dran. Aber sie muss ja arbeiten. Bis 22 Uhr. Upsi. Hier ist wirklich ein Igloo. Yay. I love it. So, und sie kann weiter ihr Buch schreiben. Damit das auch irgendwann mal fertig wird. Sie muss weiter trainieren. Finde ich gar nicht mal schlecht, weil sie muss ja eh trainieren. Dann kann man das ja auch verbinden. Also wir kennen Hugo noch nicht. Er spielt die ganze Zeit mit diesem random Hasen. Ne? Ich finde es so wild. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Oh, wir haben Rechnung. Upsi-dupsi.
Nee, ich kann nicht zur Party. Arbeit schwänzen ist ein bisschen wild. Dieses Buch dauert echt ewig. Wie lange sitzen wir da schon dran, ey? Die Sweeties. Und er hat Spaß am Musizieren. We love it. Sammle einen Regenbogen-Edelstein Schikinen aus dem Inventar deines Sims an die Institution Blühendes Institut für Wohlbefinden. Damit können wir den zum Leben erwecken. Jawohl. Also wenn wir einen finden. Letzi Fetzi. Ich weiß gar nicht, ob der einem angezeigt wird. Sophia wurde befördert und ist nun Bandmanagerin. Let's go. Von 16 bis 21.30 Uhr ist auf jeden Fall eine bessere Arbeitszeit. Sehr müde ist die gute Frau. Ihr seid alle schon ziemlich müde. Also bei Adrian geht's, aber er muss halt jetzt im Gitterbett chillen. In 2 Tagen haben wir Schneeflockentag. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden. Ich hatte heute sehr viel Spaß mit den Sims. Ich bin schon gespannt auf den Schneeflockentag und ich glaube, Riley hat auch Geburtstag. Ich hoffe, euch gefällt der kleine Fratz. Und ich bin wie immer total gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt fast die Hälfte erreicht von dem Let's Play. Deswegen mal schauen, was jetzt noch so ansteht. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!